Moin Jan-Erik. Ja, moin Mirko. Na, sag mal, wo sitzen wir hier eigentlich? Alles grün, ich kann gar nicht sehen, ich kann gar nichts unterscheiden. Wir sitzen hier in unseren Pflanzen, genau zu sagen in unseren Erlenbeständen. Du bist hier bei uns in der Baumschule in Ellerbeek. Wir produzieren Forstpflanzen und Weihnachts- und Nutzpflanzen. Was ist jetzt, wenn ich jetzt mal so eine Erle hier kaufen will? Meinst du, ich kann einfach zu dir hindüsen oder wie läuft das mit dem Vertrieb so? Wir machen eigentlich keinen Privatverkauf, wir machen eher nur Großkunden, Forstämter, Waldbesitzer und so weiter, die bei uns dann eine große Stückzahl anfragen und dann dementsprechend auch Aufpflanzungsprojekte haben, wo man sagt, ein Hektar und größer quasi. Wie sieht das bei dir so aus, das Jahr über? Also die Pflanzen, die sind jetzt quasi 2 Jahre alt. Die Saat wird meistens so im Frühjahr bestellt, fürs nächste Jahr immer 1 Jahr im Voraus. Mhm. Weil wir wissen ja genau, wie das mit den Saaten immer so ist. Wenn die Saaten dann ankommen im Herbst, werden die vorbereitet, vorgekeimt, also zertifiziert, werden dann bis zu einem bestimmten Punkt zum Keim gebracht, werden dann eingefroren und werden dann jetzt im Frühjahr ausgesät. Das ist meistens April, Mai, die Zeit, so bis zum Juni hin. Dann stehen sie 1 Jahr, diese Pflanzen jetzt auf dem Saatbeet, werden da stehen gelassen, werden dann zum Winter hin, so November, Dezember, gerodet, kommen in die Halle, werden sortiert. Und nach Qualität und Größe werden dann gezählt ins Kilos gefahren, werden da gelagert. Und werden dann im folgenden Frühjahr, also jetzt quasi, das hier haben wir zum Beispiel im Mai gepflanzt, werden im Mai dann hier auf 5 Reihen auf dem Beet gepflanzt mit ungefähr 6 bis 7 Pflanzen auf 1 Meter. Und werden hier jetzt bis November stehen gelassen, November, Dezember wieder. Und werden dann als 2-jährige Ware gerodet, werden dann nach Größe sortiert und auch wieder dann ins Kilos gefahren und werden dann verkauft. Also die Verkaufsware ist quasi jetzt fertig und werden dann nachher ab Oktober, November, Dezember verkauft, bis zum Frühjahr hin. Deswegen lagern wir sie ja im Kühlhaus ein, damit sie quasi denken, das ist Winter und damit sie nicht weiter treiben, auch nicht gammeln können in der Palette und auch dann kein Wachstum stattfindet. Ne? Und dann können sie auch quasi noch im Frühjahr aus dem Kühlhaus geholt werden und könnten quasi bis April, Mai gepflanzt werden. Ja, Wahnsinn. Und wie sieht das aus? Ist das wie bei Getreide, dass du sagst, ich pflanze und verkaufe dann schon was oder ich rode erst alles raus, guck, was ist gut, wird ja sortiert und so. Wie ist das so? Wir haben bestimmte Lohnanzugsgeber, die uns quasi Saaten geben, die wir für sie quasi fertig machen bis zur 2-3-jährigen Pflanze. Aber das meiste bei uns ist eigentlich so geregelt, dass wir immer so den Markt abschätzen müssen, was wird in 2 bis maximal 4 Jahren gebraucht und was können wir denn jetzt produzieren, was in 2 bis 4 Jahren auch abfließt. Also was können wir dann für den Markt bereithalten, was der Markt braucht. Das kannst du nicht immer ganz auf den Punkt genau abschätzen. Aber du weißt ungefähr, wenn du deine festen Verträge hast, was wird er gebraucht, was schickt er mir an Saat und was möchte der Kunde nachher aus dem Kilo Saat oder aus den Kilos an Saaten wieder an Pflanzen zurückhaben, in deren der Qualität und deren der Größe. Und dann kannst du das ja dementsprechend, wenn natürlich das Wetter nicht reinschlägt, das produzieren. Alles andere ist hier quasi für uns nicht nur ein Jahresgeschäft, sondern geht ja über 2 bis 4 Jahre im Voraus immer. Auch diese Pflanzen haben wir ja vor 3 Jahren quasi bestellt. Genau. Letztes Jahr ausgesät und dann dieses Jahr hier letztes Mal stehen und dann werden die jetzt ja gerodet und gehen dann auch im Verkauf. Bei den Nordmannstanzen zum Beispiel ist auch einer unserer größten Projekte oder unser größter Brotbaum, sag ich mal, in der Baumschule. Da werden sie bis zu 4 Jahren gezüchtet, ne? Und werden dann in die Weihnachtsplantagen verpflanzt quasi, ne? Und dann müssen wir auch die Saaten immer 1 Jahr im Voraus kaufen. Und wie sieht das aus mit jetzt so hohen Niederschlägen in den letzten Wochen? Ja, die Baumschule freut das, weil wir mussten nicht beregnen. Natürlich haben wir auch mit Pilz zu kämpfen gehabt oder Mehltaupilz und sowas, was wir alle ja auch kennen in der Landwirtschaft. Aber wir selber haben natürlich auf jeder Fläche, die wir so bewirtschaften, immer Möglichkeiten, Wasser vorzuhalten durch Brunnen. Mhm. Und wenn wir jetzt nicht beregnen mussten, dann standen die Regenlagen halt still. Wir konnten auch viele Sachen nicht machen. Wir sind ja jetzt aktuell auch am Pflanzen zum Beispiel. Ja. Und das Verpflanzen hat auch gestockt jetzt 2 Wochen lang. Ja. Dann muss die andere Arbeiten suchen, wie Unkraut machen und so weiter. Und das ist jetzt auch schon wieder so gut wie fertig. Aber jetzt können wir wieder pflanzen aufgrund des Wetters. Aber wir haben in den letzten Wochen halt auch weniger machen können als sonst. Die Pflanzen wachsen, gedeihen. Das ist für uns ganz von Vorteil. Wenn es zu heiß gewesen wäre, würden die auch stocken. Ne? Ja. Also ich merke schon, hier gibt es auch immer was zu tun. Daumen hoch. Sehr schön.